morgens gibt es das wunderbare Frühstück, eine halbe Grapefrucht, eine Schale mit Haferflocken, Magerquark und Joghurt, Apfel und klein geschnittene Kiwi, eine Handvoll Nüsse, Zimt, eine Tasse Kaffee, ein Glas Mineralwasser. Das ist das Frühstück. Und danach geht es zum Sport, jeden Tag. Hier geht es zu meinem eigenen Sportraum, der jeden Tag mindestens eine Stunde. Da haben wir einmal den Crosstrainer. Dann das Rad, Ballon- und Bodenturngerät und die Hantelbank. Und die grüne Lunge. Und mit dem Crosstrainer mindestens 30 Minuten pro Tag, jeden. Ob als Porridge, im Joghurt oder als herzhafte Beilage. Hafer ist ein leckeres Allround-Genie für unseren Körper, aus folgenden Gründen. Haferflocken liefern ordentlich Energie, und zwar genau die richtige. Die langkettigen Kohlenhydrate stabilisieren den Blutzuckerspiegel und die ungesättigten Fettsäuren können unseren Cholesterinspiegel senken. Der hohe Ballaststoffgehalt mit 5 Gramm pro Portion sorgt für eine lange Sättigung, hilft daher beim Abnehmen, und 8 essentielle Aminosäuren unterstützen den Zellaufbau und unseren Hormonhaushalt. Dank des hohen Gehalts an Zink und B-Vitaminen werden Haar, Haut und Fingernägel schon beim Frühstück gestärkt. Haferflocken eignen sich ebenfalls für den Muskelaufbau. Kombiniert man das pflanzliche Eiweiß mit weiteren Proteinquellen wie Milch, Joghurt oder Quark, erhöht sich die biologische Wertigkeit.
Das Protein wird qualitativ hochwertiger und kann vom Organismus besser in körpereigenes Eiweiß umgewandelt werden. Auch bei Magen-Darm-Beschwerden hilft Hafer. Die unverdaulichen Ballaststoffe bilden eine Schicht auf der Magen- und Darmschleimhaut, die sie vor dem sauren Magensaft und anderen schädigenden Stoffen schützt. Wer zum Frühstück Haferbrei isst, der wärmt sich nicht nur von innen, sondern bleibt auch länger satt und spart dadurch ziemlich viele Kalorien. Forscher haben das jetzt in einer Studie mit 47 Teilnehmern bestätigt. Die eine Hälfte bekam einen mit Milch gekochten Haferbrei zum Frühstück und die andere Gruppe Cerealien auf Haferflockenbasis mit kalter Milch. Die Kalorienzahl waren bei beiden Frühstücksvarianten identisch. Zum Mittag durften die Versuchsteilnehmer zwischen verschiedenen Gerichten wählen und davon so viel essen, bis sie satt waren. Die Wissenschaftler schauten dann, wie viele Kalorien die Teilnehmer beim Mittagessen zu sich nahmen. Das Ergebnis: Wer Haferbrei frühstückt, isst weniger. Die Haferbrei-Frühstücker aßen deutlich kleinere Mengen an Fett und Proteinen, nahmen also entsprechend weniger Kalorien zu sich. Die Wissenschaftler vermuten, dass der Ballaststoff Beta-Glucan entscheidend für den sättigenden Effekt ist. Durch das Kochen verändert sich die Beschaffenheit der Ballaststoffe. Der Haferbrei bleibt länger im Magen und wir bleiben länger satt.